Hallo und herzlich willkommen bei The German Refugee. Diesen Kanal kennst du mittlerweile und ich freue mich, dass du auf diesem Weg der Heilung dabei bist. Das wird der zweite Teil dieser Serie und heute wird es besonders interessant, denn heute schauen wir uns das narzisstische Elternhaus an. Vielleicht kommst du ja gerade aus sowas. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, ob deine Eltern oder deine Geschwister oder wer auch immer damals dich großgezogen hat und bei dir war, vielleicht eine toxische Person war, die so manche Gedankensmuster in deinen Kopf eingepflanzt hat? Nein? Dann bleib heute dran, das schauen wir uns an. Das schauen wir uns heute auch mal hier ganz gemütlich aus Bayern an. Ich bin ein, zwei Stunden gefahren und finde mich jetzt hier in Bayern am Alpenrand und schaue mir die Berge an und werde deswegen für euch heute ein Video mit Video machen, ein Podcast mit Video. Du brauchst bloß ein paar Minuten deiner Zeit, um mir zuzuhören und dann wirst du hoffentlich nach diesem Video auf Antworten kommen, die du vielleicht sonst gar nicht erfahren hättest. Aber lass mich dir das erklären. Also, um zu wissen, ob du aus einem narzisstischen Elternhaus kommst, vielleicht bist du dir dessen gar nicht bewusst, hörst du mir bitte genau zu. Es gibt diesen Punkt, wo dir die Meinung anderer einfach viel, viel wichtiger ist als deine eigene Meinung. Das heißt, allein schon, wenn du jetzt einen neuen Song hast, den du gut findest, oder wenn du jetzt auf einmal sagst, ich ziehe die und die Klamotten an und nicht mehr das und das, ich verändere meinen Style, dann ist es dir vor allem wichtig, dass andere Leute das auch gut finden bei dir. Aber warum? Warum ist es nicht so wichtig, was du selber von dir hältst? Warum ist es dir nicht egal, was andere von dir denken? Das ist die große Frage. Aber dein Vater hat alles kritisiert, was nicht in seine Rolle passt, was nicht seinem Muster entspricht und was er nicht so gemacht hätte. Überleg mal, er ist der Gott quasi. Er hat den Gottkomplex und er will, dass die Leute all das machen, was er auch macht. Denn nur das hat Sinn. Das hat in seiner Welt Sinn. Jedoch muss es nicht in deiner Welt Sinn machen. Du bist dein eigener Mensch, du hast deinen eigenen Stil, du hörst deine eigene Musik und du trägst, was du tragen willst in deinem Leben. Aber du machst nichts für andere Menschen. Aber du hast dieses Muster vielleicht mit nach Hause genommen, beziehungsweise bist du damit aufgewachsen und größer geworden. Und somit findest du es auch viel, viel wichtiger. Also sobald dich einer kritisiert, wenn du zum Beispiel auf einmal eine neue Jacke hast, dann ziehst du die nicht mehr an, sobald dich die erste Person kritisiert, weil diese Person hat ja recht. Und hier merkst du, wie du dich von damals, von Grund auf, von klein auf schon fremdbestimmen lassen hast. Wenn du das kennst, schreib's mir gerne in die Kommentare. Und Leute, macht alles, was ihr in eurem Leben macht, für euch selber. Und wenn ihr was macht und ihr fliegt auf die Schnauze dabei, dann steht wieder auf und lernt aus dieser Sache. Try and Error ist die Sache hier. Du hast jetzt dein Leben selber in der Hand. Du bist von zu Hause ausgezogen. Du hast diesen Vater, diese Mutter nicht mehr um dich rum. Und du brauchst auch nicht mehr ihre Einflüsse haben. Aber da gibt's noch so einige und damit geht's jetzt weiter. Jetzt erklär mir mal, kennst du das überhaupt? Kennst du das, dass dir die Meinung von anderen Leuten viel wichtiger ist und dass du dich ständig verdrehst und verbiegst für andere Menschen? Ist das wirklich ein Leben, was lebenswert ist? Kommst du so wirklich aus deinem Gedankensmuster raus, das du jeden Tag hast? Oder willst du das so weiterhin so machen? Nein, auf keinen Fall. Du bist ein wunderbarer Mensch. Und jeder hat seine Eigenschaften und jeder hat seine Sachen, die ihn ausmachen. Und es sollte auch dich was ausmachen. Dein Vater macht dir nichts mehr aus. Deine Mutter macht dir nichts mehr aus. Und all das, was du mitgenommen hast, das ist es jetzt wirklich Zeit zu löschen. Und zwar langfristig. Das musst du jetzt einfach angehen, weil sonst kommst du in deinem Leben nicht mehr weiter. Sonst bleibst du in dem Loop genauso, wie dein narzisstischer Vater oder Mutter es immer bleiben wird. Die kommen aus diesem Loop nicht raus. Aber du kannst dich verändern. Doch diese Veränderung, die muss in deinem Kopf stattfinden. Die Veränderung ist in dir, die Veränderung war immer schon in dir. Das glaubst du mir jetzt nicht. Aber du brauchst keine Leute, die dein Leben, die dein Drehbuch schreiben, die dir Vorgaben geben. Es gibt für das Leben keine Generalprobe und auch dein Vater hat sie nicht in der Hand. Der hat nicht das Regiebuch in der Tasche, wie das Leben zu laufen hat, damit man glücklich sein kann. Das musst du selber für dich selber erfahren. Und wie machst du das? Erstmal musst du dir radikal bewusst werden und radikal akzeptieren, dass die Sache so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Du kannst sie jetzt doch nicht mehr ändern. Es ist vorbei. Aber du kannst deine Zukunft jetzt beschreiten. Deine Vergangenheit steht geschrieben. Das sollte dir nichts mehr ausmachen. Weil wenn du die Muster aus der Vergangenheit, die du in dir hast, immer und immer wiederholst, dann wird sich auch nichts ändern. Aber das erkläre ich dir woanders weiter. Du hast wahrscheinlich immer noch deinen Vater im Kopf als zweite Stimme. Du denkst dir wahrscheinlich immer noch, wenn du irgendwas machst, was hätte er gesagt? Und du hörst genau, was er zu dir sagt. Du hörst es bei jeder Entscheidung, bei allem, was du machst. Du kannst diesen Muster nicht ausbrechen.
Du kannst nicht von der Norm abweichen, weil die Norm hat dein Vater bestimmt oder deine Mutter bestimmt. Das ist der Punkt. Wenn du verreisen willst, dann musst du nach Jesolo fahren. Dann musst du Venedig anschauen. Und dann musst du jeden Dienstag auf den Wochenmarkt gehen. Wer will denn schon nach Rio? Wer will denn schon nach Bali oder sonst wohin? Nein, dein Vater bestimmt deinen Kopf. Deine Mutter bestimmt deinen Kopf. Und warum? Ja, weil du es nie abgelegt hast. Du hast diese Kontrolle in deinem Kopf und diese Kontrolle bleibt in deinem Kopf. Dein Vater denkt schon längst nicht mehr an das, was du jetzt machst oder was richtig ist. Du bist vielleicht im No-Contact und trotzdem lässt du deinen Kopf noch von ihm bestimmen. Du bist nicht frei. Du hast immer noch keine eigenen Eigenschaften so wirklich ausleben lassen. Keine eigenen Hobbys, keine eigenen Interessen und keinen eigenen Stil. Das solltest du dir aber holen, weil ab jetzt musst du selber dein Leben bestimmen. Du bist erwachsen, aber dein Kopf ist immer noch gefangen in dem Mental State von damals, in deinem mentalen Gefängnis. Jetzt holen wir uns erstmal was zu essen und dann machen wir das Thema auf in aller Ruhe. Keine Sorge. Du suchst wahrscheinlich in deinem Leben immer noch nach einem Partner oder einer Partnerin, die dir dein Leben diktiert, die dir einen Zeitplan, ein Drehbuch dafür gibt, genauso wie es dein Vater gemacht hat. Aber was du jetzt eigentlich wissen solltest, ist, dass diese Zeit absolut toxisch für dich war und du ausbrechen musst. Ausbrechen aus diesen Mustern. Sonst wirst du immer und immer wieder solche Partner anziehen in deinem Leben. Ich kann da aus Erfahrung reden und es ist keine schöne Welt, in der ich war. Aber die will ich mir genau hier an diesem Punkt jetzt wieder aufbauen. Und damit meine ich nicht hier in Bayern jetzt, sondern hier an diesem Punkt, wo ich jetzt im Leben stehe. Und da solltest du vielleicht auch mal überlegen, was damals so alles passiert ist. Aber da gibt es noch so einige Punkte. Ich hätte jetzt bloß echt gerne eine Pizza oder so. Aber es gibt hier einfach nichts. Es ist einfach schon wieder Off-Season. Das heißt, es ist vorbei mit Tourismus hier. Und deswegen gibt es nicht viel zu essen. Aber ich finde es schön, dass du immer noch dabei bist und immer noch wartest, bis ich dir ein paar Antworten bringe. Während dieser, wie heißt das eigentlich bei euch, die Ente mit dem weißen Punkt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bei uns heißt es Haubentaucher. Und jetzt zeige ich euch einfach noch schnell das Panorama. Und dann suche ich mir einen gemütlichen Ort, um dieses Video weiter voranzutreiben. Ist nicht schön, oder? Wunderschön. Ja, eigentlich ist hier eine Insel zu sehen. Kann ich da zoomen? Ja, ich kann zoomen. Aber es wird halt immer schlechter dann, die Qualität. Okay. So. Ich werde heute hier wahrscheinlich nichts mehr essen, aber darum geht es in diesem Video nicht. So, ich habe mir hier einen gemütlichen Ort gesucht. Dein Vater hat sich wahrscheinlich früher nie mit dir einfach mal hingesetzt, hat mit dir über das Leben philosophiert oder hat dich einfach wertgeschätzt für das, was du gemacht hast. Für deine Erfolge. Vielleicht war bei ihm auch nichts gut, was du machst. Vielleicht konntest du nur versagen. Und diese Versagensangst und dieser Druck und vielleicht auch sogar ein Schwitzen, was du jetzt in sämtlichen Drucksituationen hast. Schaut mal, wie schön. Das wird sich vielleicht bis heute fortgezogen haben. Überleg da vielleicht mal ein bisschen länger drüber nach. Vielleicht kennst du das. Wenn du Gehaltsfragen hast oder wenn du einfach nach Urlaub fragst oder wenn du einfach mal eine Frage an deinen Chef, an deinen Lehrer, Vorgesetzten, Polizisten, egal was hast, bist du da nervös? Bist du da auf Eierschalen? Interessiert dich, was er es davon hält? Und hoffst du, dass alles passt? Bist du da nervös? Genauso natürlich auch Zuneigung, Liebe, Umarmung, eine Handschütteln, alles. Das kennst du von deinem Vater wahrscheinlich nicht. Da gibt's kein gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich mag dich. Du bist wertvoll. Und ich mag dich einfach so, wie du bist. Die Frage ist bloß jetzt, wo du das alles weißt und wo du gerade stehst. Weißt du, wer du bist? Und weißt du, was dich ausmacht? Entschuldigt die Audio, aber wart ihr wirklich Kind? Durftet ihr Kind sein? Durftet ihr rausgehen mit einem Taschenmesser oder was auch immer früher und habt einfach nur gespielt? Habt ihr einen Sandkasten gehabt?
Habt ihr einen Ball gehabt? Habt ihr Federball gespielt? Irgendwas? Oder einfach nur lernen, parieren und die Regeln einhalten? Macht euch da vielleicht mal ein bisschen mehr Gedanken drüber. War eure Kindheit wirklich eine Kindheit oder wart ihr nie Kind? Wurdet ihr nach Leistung beurteilt? Immer höher hinauf, immer besser. Es ist nie genug. Ein Dreier ist eine schlechte Note. Ein Zweier hätte auch ein Einser sein können und hat es nie gereicht. Kennt ihr das? Ich denke schon. Aber daran muss sich jetzt was ändern. Du kannst in deinem Leben nicht ständig die 100% angehen. Der hohe Anspruch an dich selber, der macht dich langfristig kaputt. Oder der hat dich vielleicht schon kaputt gemacht, weil du in deinem Leben nicht mehr zufrieden bist. Weil du dich selber inzwischen mit gar nichts mehr zufrieden gibst. Und überleg mal, ob dein Elternhaus hier nicht auch Teil davon war. Du kannst auch mal mit dir zufrieden sein, indem du einfach mal gar nichts machst. Und es ist schön, gar nichts zu machen. Genauso wie ich jetzt hier. Und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass alle empathischen Menschen, Empathen, ein schlechtes Elternhaus hatten. Nein, aber auch hier, überleg dir. Willst du dein ganzes Leben mehr geben, als du jemals zurückkriegst? Willst du die ganze Zeit auf andere Menschen schauen, bevor du dich selber mal wieder sortierst? Wenigstens sortierst. Du kannst genauso anderen Menschen helfen. Und auch ich werde nie aufhören, anderen Menschen zu helfen. Und auch Tieren. Denn das ist einfach wichtig. Das sind unschuldige Wesen, die vielleicht vom falschen Weg abgekommen sind, genauso wie wir. Aber wir lassen uns ab heute nicht mehr verarschen. Ausgemacht? Du kannst die Schönheit in so kleinen Dingen sehen auf der Welt. Allein diese Rose, es ist Herbst, es ist eigentlich vorbei. Aber viele Menschen laufen hier einfach mit Smartphone vorbei und haben keine Ahnung mehr, was das wirkliche Leben eigentlich ist. Das Leben kann so schön sein. Und es sind diese Kleinigkeiten hier, die das große Ganze ausmachen. Und da müssen wir als Menschheit einfach wieder hin. Da waren wir vielleicht auch noch nie und vielleicht kennst du diesen Moment auch noch nie. Und das war ganz schön knapp gerade. Aber ich lasse das einfach mal drin, ne? Letzten Endes muss es nicht dein Vater gewesen sein. Es kann so vieles sein, warum du in dieser toxischen Beziehung warst und immer wieder in solchen landest. Hier solltest du auf jeden Fall deine Grenzen besser aufstellen und dir klar und bewusst werden, was wichtig für dein Leben ist, was dich glücklich macht, was du zulässt und was du lieber sein lässt. Du brauchst deine Werte in deinem Leben, denn du zählst und du bist die Nummer eins in deinem Leben. Egal wie gutmütig du bist. Du bist die wichtigste Person, du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Die anderen sind alle nur Komparsen. Und das auf völlig gesunde Art gemeint und nicht auf toxisch. Aber wir sind letzten Endes, wenn alle Stricke reißen, mit uns alleine. Und hinterfrag vielleicht auch das Elternhaus von deinem Vater. Selbst wenn dein Opa jetzt gut drauf ist, du bist das Enkelkind und nicht der Sohn. Es ist immer noch eine andere Geschichte. Er hat dich nicht so in der Hand und kann dich auch nicht so in der Hand haben wie dein Vater. Lass dein Leben auf jeden Fall nicht mehr fremdbestimmt sein. Such dir eine Beziehung, die dein Leben erweitert und die nicht dein Lebensinhalt sein sollte. Du hast so viele Leute auf ein Podest gehoben, weil dein Selbstwert einfach noch nicht entwickelt ist. Dein Selbstwert war noch nicht da, du kanntest es nicht anders. Und deswegen hast du die Bestätigung von anderen Menschen gesucht. Die Meinung anderer Menschen war dir viel wichtiger, als auf dich selber und auf dein Herz zu hören. Hör viel mehr auf dich, deinen Verstand und vor allem auf dein Bauchgefühl und auf deinen Instinkt. Denn der hat uns noch nie im Stich gelassen. Genauso wenig wie ich dich. Ich freue mich, dass du auf diesem Kanal dabei bist und dieses Video geschaut hast. Wenn dir diese Art von Content gefällt, lass mir gerne ein Abo da. Und ansonsten werde ich mir jetzt ganz dringend was zu essen suchen. Und, boah, ich habe so Hunger, ich sag's euch. Gebt mir doch mal ein Stück Pizza oder so. Habt ihr was da? Was esst ihr denn gerade? Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr nie wieder in so einer toxischen Beziehung landet und auch mal die Schönheit in den kleinen Dingen seht und euer Leben runterfahrt. Schreibt eure Gedanken auf, fahrt runter und findet langfristig zu euch selber. Ich kann euch nur diese Videos geben, ich kann euch nicht mitnehmen. Aber ihr könnt auf meinem Weg dabei sein und vielleicht lernt ihr dabei was. Also, Peace und bis bald. Ja, und es ist doch ein Schnitzel geworden mit Selbstbedienung. Und dieser Ausblick ist doch schön, oder? Man sollte viel öfters mal Momente mit sich alleine ausmachen. Auch mal gerne allein ins Wirtshaus gehen. Warum denn auch nicht? Allgemein noch ein letzter Tipp.
Brich aus der Norm einfach mal aus. Es muss dir völlig egal sein, was andere Leute von dir denken. Mach dein eigenes Ding, hab deinen eigenen Kopf und finde wieder zurück zu dir selber. Schau, ich sitze heute hier auch alleine in einem Touristenort quasi und zieh mir jetzt gleich einen Schnitzel rein, eine Pommes und genieße es. Warum sollte ich das auch nicht machen? Es gibt so viele gesellschaftliche Zwänge, die dich in irgendeine Schublade stecken, aus der du auch nie wieder rauskommst. Und wenn du weiterhin dein Leben fremdbestimmen lässt und nicht einfach mal ausbrichst oder auf dich schaust und deine eigenen Wege beschreitest, dann wirst du immer wieder solche Leute anziehen und dann endest du in solchen Beziehungen und dann merken diese Leute auch, dass in dir was brodelt, dass in dir was nicht im Reinen ist, ein Ungleichgewicht. Und dann docken sie an. Und das muss keine Beziehung sein. Das kann auch ein Arbeitskollege sein. Und ja, das kenne ich leider auch. Und ja, ich habe sie bis jetzt immer angezogen. Aber ich weiß jetzt, woran es liegt und kann die Ursache bekämpfen. Und du auch, wenn du diesen Kanal weiter verfolgst, bleibst du auf dem Weg. Und wir reden auch über so einiges, was aktuell läuft oder was im Leben hinterfragt gehört. Das werden wir uns alle anschauen. Aber jetzt genieße ich meinen Schnitzel. Thank you.